Könnt ihr bitte einfach mal die Fresse halten, ey? Ich gehe nicht in die Kirche, weil ich glaube, ich gehe in die Kirche, weil ich muss. Frenkel frotzelt. Heute. Let's play Dragon Age Inquisition. Wie kann ich denn die Karte aufrufen? Weiß das jemand? Weiß das jemand? Questkarte, das ist doch schon mal schön. Das da, das Zeichen, die Weltkarte, das ist... Ah ja, okay. Ich habe erst gedacht, das wäre das Batman-Zeichen. So, und was ist jetzt hier? Wie kann ich da jetzt... ach so, ich kann Wegpunkte setzen. Was ist das? Händler, sehr gut. Ich kann Wegpunkte setzen, sehr gut. Händler, Schmied und so weiter. Ratsraum. Was ist das denn? Was ist denn das für ein Vieh da? Der Ratsraum ist in der Kirche, oder wie? Muss ich das verstehen? Dann will ich aber erstmal hier hin zu Minai. Was immer das auch ist. So, haben wir noch irgendwas, was hier interessant sein könnte? Nee, ne? Batman! Gut, da war jetzt dann so. Also ich weiß jetzt nicht, man sieht jetzt hier nichts. Da geh doch mal auf die Weltkarte. Also, okay. Man sieht jetzt hier nichts. Was man hier schon abgesucht hat. Das ist schlecht. Aber was heißt denn das hier? Ist das der Weg oder was? Wenn ich gelaufen bin? Keine Ahnung. Warte mal, Legende. Der Spieler ist der Pfeil. Aber was heißt diese Linie hier? Die Bahnlinie oder was soll das sein hier? Wartet mal. Jetzt gehen wir mal auf blöd. Drehen wir uns mal rum. Das sind nur die Wege oder was? Wahrscheinlich, ne? Aber da war ich. Aha, Moment. Wenn das die Wege sind, dann war ich hier noch nicht. Dann muss ich diese Richtung noch gehen, oder wie? Wie kann ich das... Ich will diese Markierung nicht. Geh weg. Sind das Wege, oder was? Ich kann aber auch nichts anklicken, ne? Der rote Pfeil deutet wohl darauf hin, dass ich da mal hin soll. Aber verdammt nochmal, ich will wissen... Ich kann ja nicht alles markieren. Ich würde schon ganz gerne verstehen, was das jetzt hier sein soll. Ach, okay, egal. Dann gehen wir da mal zur Kirche. Viel Glück beim Schießen. In Gottes Namen, gehen wir halt zur Scheißkirche hier. Aber erst gehen wir nochmal hinten um die Kirche rum. Ja, ne? Ist klar. Ein Drachendorn. Sehr schön. Noch ein Elfenschwengel. Ich mach das schon, jetzt warte doch mal kurz. Ich muss nur bloß mal kurz hier das noch absuchen. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Der Erbauer sei mit euch. Könnt ihr bitte einfach mal die Fresse halten, ey? Ich gehe nicht in die Kirche, weil ich glaube, ich gehe in die Kirche, weil ich muss. So. Wo sind die Obladen? So, gleich mal aus der Kirche was geklaut. Dafür komme ich in die Hölle. Drauf geschissen. Der Erbauer sei mit euch. Ich komme mir vor wie so ein komischer... wie eine Fledermaus mit dem Sonar. Also mit diesen ausbalancierten Dolchen kann ich ja schon handeln, ne? Völlig den Verstand verloren? Wer sollte umgehend nach Val Royeaux gebracht werden, damit die neue Göttliche über ihn richtet? Wer sie auch sein mag. Ich glaube nicht, dass er schuldig ist. Der Elf hat versagt, Sucherin. Die Bresche ist noch immer am Himmel. Und nach allem, was wir wissen, ist das auch genau das, was er wollte. Das glaube ich nicht. Das habt nicht ihr zu entscheiden.
Eure Pflicht ist es, der Kirche zu dienen. Meine Pflicht ist es, den Prinzipien zu dienen, auf denen die Kirche basiert, Kanzler. Und dasselbe gilt auch für euch. Okay, Freunde. Ich habe jetzt mal ein bisschen gelauscht. Die Türen muss ich natürlich noch abklappern. Und jetzt schauen wir mal kurz den Spendenstand nach. Lesen. Erstmal lesen. Ein Gesang für die Verstorbene. Übergang 10.1. Oft von Trauernden beim Anzünden von Kerzen gesungen. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Keiner tot. Das Nichts. Ja, ist Codex-Eintrag. Da gab es, glaube ich, mal eine Mission im ersten Teil mit dem Nichts. Das war eine geile Mission. War das nicht irgendwie, wie man sich da konnte, man sich in eine Maus verwandeln, musste dann durch so Mauselöcher durch? Ich glaube, so war das. Okay, da war eine Tür, da muss ich dann zuletzt rein und da sind auch noch zwei Türen, genau. Da gehen wir erstmal da rein. In die erste Tür rein. Und vorher speichere ich mal schnell ab, ne? Schau mal kurz zum Spendenstand. Vielleicht können wir jetzt ein Spiel raushauen. Wäre ja schön, ne? So. Hören müsstet ihr mich ja auch noch normalerweise. Gut, schauen wir mal. Zuletzt waren es 32,16 €. Affe, wenn ihr langweilig ist, dann kratzt dich am Sack. Das kannst du doch gut, oder? 50,16 €. Wir können ins Spiel raushauen. Und, genau, das machen wir jetzt auch gleich. Zurück. Ja. Und zwar, was stelle ich dir jetzt für eine schöne Frage? Ich stelle mal die Frage, wer zuerst in den Chat reinschreibt, die Antwort, der gewinnt das Spiel, ja? Und die Frage lautet... Wie heißt die meiner Meinung nach heiße Rothaarige? Affe 4 darf nicht mitspielen, den habe ich hiermit gerade ausgeschlossen aus dem Spiel. Na und? Ach so, ich sehe gerade, ich bin hier noch verzögert. Ich warte noch, ich spiele jetzt gerade noch nicht weiter, ich warte noch, wir wissen, wer gewinnt. Ich will das Spiel, damit gewinnt man nicht, Tobi Hase. Man muss die Frage beantworten. Leute, ihr müsst schon richtig schreiben. An meine Moderatoren, Skillfail war der Erste, der sie richtig geschrieben hat. Wenn ich das richtig verfolgt habe. Also, sie heißt Leliana, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Müsst ihr mal checken. So, checkt das bitte noch, aber dann, glaube ich, war es eben, Skillfail, der gewonnen hat. So, jetzt gehen wir da mal rein durch die Tür. Moment. Die Tür war die erste. Hallo! Oh, da geht's in den Keller. Da geht's in den Keller. Genau, Leliana heißt sie nämlich. Der Stream, der stockt nicht extrem. Ich habe mich gerade nicht bewegt. Alles schön absuchen. Hoppala! Na, ich glaube, jetzt habe ich mir die Birne angehauen, oder? Das war der Bogen, ne? Elfen sind ja klein. Der kann sich ja da den Kopf nicht anhauen. Nö, war der Bogen. Ist alles gut. So, weiter. Ich schaue jetzt da unten in den Chat rein. Das hat mich jetzt irritiert.
Die Gründung der Kirche, das ist doch uninteressant. Robuster Verteidigerharnisch. So langsam könnte ich mal wieder gucken, was ich hier ein bisschen anziehe. Will man als Homosexueller eigentlich, hat man da auch gerne Schuhe? Ich glaube schon, ne? Hierarchie der Kirche. Ja, komm. Also ich schaue das Ding halt durch, damit das im Codex-Eintrag da... Oh. Die Frage ist, sollte man einen Kerker einfach öffnen? Ich gehe jetzt erstmal nochmal dahinter. Wenn das ein Kerker ist. Bin ich gerade wieder ein bisschen zu neugierig wahrscheinlich. Mir doch wurscht, oder? Das machen wir einfach alles auf. So, Moderatoren, habt ihr das jetzt geschnallt, wer gewonnen hat? Bei mir steht da immer noch... Moment. Bei mir steht da immer noch David Nie 3a, aber der hat ja Liliana geschrieben. Das ist ja nicht richtig, ne? Ah! Das ist ja mal fein. Der kann einfach Schlösser knacken. Ey, Alter. Warum liegt da Stroh auf dem Boden? Warum habe ich eigentlich eine Maske auf? Das ist ja lustig. Bin mal gespannt. Vielleicht geht hier ja noch was. Mach mal alles auf. Ich habe ein Brett vorm Kopf gerade. Moment. Ja, toll, ey. In einer Zelle. Verlegte Notizen. Sind das eigentlich alles Missionen? Kann das sein? Ich werde mal kurz in den, wie heißt das Ding? Ins Tagebuch gucken. Kenne deinen Feind. Eine Gegenstände in Schlachten erlangt werden könnten, es wert sind, sie später genau zu untersuchen. Aha. Behalte Gegenstände für später. Das war wohl irgendwas Wichtiges oder was? Keine Ahnung. Da ist noch ein Löchlein zum Aufbohren. Wie haben wir denn, Zuschauer? 117 noch? Wir haben es ja gleich, ne? Ich habe ja dann gleich unten das alles durch und dann gehen wir... war ich da schon? Entzünden. So. Entzünden, das klingt auch nicht so gesund. Ja, also bei 100 Euro für den Schwulen- und Lesbenverband, also den Verband der Schwulen und Lesben, gibt es das nächste Dragon Age Inquisition zu gewinnen. Da müsst ihr jetzt natürlich nochmal... bisschen was drauflegen. Es sind ja vielleicht neue Leute dazugekommen. Je später der Abend, desto reicher die Gäste. Ist doch logisch. So, okay. Also da bin ich hergekommen. Ne? Da ist nichts weiter. Da habe ich mir ja da halt die Birne angehauen. Bam! 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 Okay, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, zuerst habe ich ja gedacht, da kommt irgendein scheiß Knacki raus. Da wäre ich aber ganz gepflegt mit dem Arsch an der Wand lang gelaufen dann. Oh, lesen, lesen. Ein bisschen zu viel zu lesen für mich, ne? Aber da kann man noch was plündern. Andraste. Ja, komm. Das sind so Detailsachen, glaube ich, die brauche ich nicht wissen. Okidoki, alles nehmen. Ups. Jetzt habe ich erst Darmlotus gelesen. Die schwarze Stadt. Die Jünger Andrastes. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht wissen, ne? Das brauchen wir alles nicht wissen. So. Dann haben wir das. Wenn ich schon im Keller bin, kann ich ja gerade mal Getränke mit hochholen, oder? Ja. Okay, alles klar. Nächste Tür. Ja.
Ah ja, da bin ich rein. Das habe ich schon gedacht. Wo bin ich denn jetzt gelandet?